Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in Folge Nummer 9 hier bei unserem Minecraft-Projekt, ja, Chill at Home. Und zwar hier sind wir gestern stehen geblieben in einer Höhle, Freunde. Und hier, schaut mal, da ist auf einmal Wasser da, das war gestern nicht da. Was ist passiert? Ganz einfach, ich habe mir hier das Eisen rausgeholt schon mal, weil ich wollte einfach, dachte ich so, komm, das nimmst du jetzt mal mit. Bevor dir das einer klaut, wir nämlich Ausnahme Season. Und als die Tonspur gerendert hat, habe ich das hier mitgenommen. Und dann habe ich mir geguckt, hier, wo geht's denn da hinten lang? Und dann war hier schon Ende gewesen, Leute. Schaut mal. Unsere Höhlentour ist zu Ende. Aber da geht's nicht mehr weiter. Das geht da oben einfach nur wieder raus. Da ist nämlich jetzt das Wasser. Da war Sand gewesen. Schaut mal. Na, komm hoch. Na, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Und dann seht ihr das. Da ist nämlich so eine Sand. Seht ihr? Den Sand. Und da kommt er raus. Das heißt, hier ist schon wieder Ende. Da ist das Meer. Das heißt also, diese Höhle können wir tatsächlich schon als, ja, beendet, die Aktion, diese Höhlentour, als beendet ansehen. Hat uns ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisen gebracht und auch eine ein bisschen hier, ne, ein bisschen Schätze von den Ertrunkenen. Wo geht's jetzt hier noch lang? Achso, da geht's jetzt auch nicht mehr lang, genau. Und hier oben war auch nichts mehr. Also auch da ist die Oberfläche, da waren wir schon. Oh, da geht's einfach wieder raus. Da hören wir jetzt unten einen Zombie langlaufen. Wir können ja kurz nochmal hinten gucken, ob wir da noch was entdecken. Nö. Auch da ist nichts weiter passiert. Das war's, Freunde. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre jetzt so eine richtig krasse Höhlentour. Aber dem ist nicht so. Da blubbern nur irgendwelche Ertrunkenen. Jetzt ist es natürlich blöd, weil es jetzt gerade dunkel ist. Das ist die Frage, wollen wir jetzt wirklich durchrennen oder... Durchrennen oder hier auf? Komm, wir rennen durch. Wir rennen jetzt durch. Siehst du, da ist schon wieder... das hat sich leider nicht gelohnt. Wow. Also jetzt aber ganz schnell nach Hause. Wow. Da ist jetzt erstmal Spektakulum. So, zum Glück ist wir, zum Glück sind wir nicht so weit entfernt hier. Auf unserer Insel. Da brennt es schon wieder fröhlich. Und schnell schlafen gehen. So, jetzt fangen die Monster nämlich auch gleich an, ja, zu verglühen. So, Freunde, und dann würde ich sagen, werden wir unsere Ausbeute auch gleich mal hier reinballern. Also jetzt können wir uns wirklich mal erlauben, hier mal die Hälfte so, ja, 28 Stück da mal reinzuballern. Und wir haben auch irgendwo hier 12 Eisen mitgebracht, genau, die ballern wir da auch mal mit rein. Da können wir tatsächlich mal Schuhe und auch, Schuhe und, ein Schwert bauen. Und die Frage ist, Freunde, ja, wollen wir dann in unsere Privatmine gehen? Das wäre jetzt die nächste Frage, die ich da so hätte. Ich glaube, ich baller das jetzt mal erstmal, oh, das können wir gut gebrauchen hier. Das machen wir mal da rein. Das machen wir erstmal alles da rein hier, ne? So, machen wir alles da rein. Halt, Crafting Table ist ganz wichtig. Den nehmen wir mit. So. So, jetzt können wir gleich schon mal die Schuhe bauen. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen so ja, enttäuscht, weil ich wollte eigentlich eine fette Höhlenaktion mit euch machen. Das war wirklich so mein Anliegen, wo ich gesagt habe, so, ja, komm, es wäre jetzt mal genau an der richtigen Zeit, mal in so eine Höhle reinzugehen und ein paar Erze rauszupolken. Nur, dass das gerade mal eine Folge geht, weil die Höhle von außen viel, viel mehr versprochen hat, als tatsächlich, ja, sie bereitgehalten hat, ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich. Aber ich sehe gerade, wir haben hier noch eine Schatzkiste. Rein theoretisch könnten wir auch, weißt du was, das machen wir jetzt auch. Wir werden jetzt uns ein Boot bauen. So. Ein kleines Bötchen. Und mit diesem Bötchen werden wir jetzt mal eine Runde aufs offene Meer raus. Machen wir das mal so. Und genau. Und hier können wir uns gleich noch mal kurz ein Schwert bauen. Das nehmen wir vorher einfach noch mal mit. So, so, so. Und somit haben wir jetzt auch ein Eisenschwert. Gut, wir haben es kaum gebraucht. Also es war schon wichtig, aber wir haben es kaum gebraucht. So, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hinaus. Vielleicht können wir ja vorher noch mal gucken, ob die Monster haben was gedroppt. Dann nehmen wir uns das natürlich mit, weil die müssten ja hier verbrannt sein. Irgendwo müssten jetzt überall Häufchen liegen. Nee, tun sie nicht. Ja, Freunde, doch da. Knochen. Knochen ist gut. Die nehmen wir auch mit. Da können wir nämlich schön uns von der Wolfsinsel da drüben, können wir, stimmt ja, eine Nachbarinsel, ne? So, da können wir uns nicht schön was holen. Gut, dann mal gucken, wo müssen wir denn lang? Da ist die Schatzkarte. Da unten. Wo sind wir denn überhaupt? Ach, wir sind da oben. So, Norden. Lass ich mal lügen. Das wird wahrscheinlich der Norden sein, oder was? Das heißt, wir müssen Richtung Süden.
Ja, da passiert jetzt erstmal wenig. Ist denn das hier überhaupt? Moment mal, wo ist denn die Kompassnadel? So, die Kompassnadel zeigt zum Spawn. Und in welche Richtung laufen wir denn jetzt gerade? Das muss ich jetzt mal kurz überprüfen. Wir sind jetzt hier Richtung... Wo steht das nochmal? Ich erkenne es gerade nicht. Bin ich jetzt blind? Ist, wir sind Richtung Osten. Okay, dann ist da Süden. Und wir müssen in die Richtung müssen wir. Okay. Also wenn wir jetzt in die Richtung gehen, müsste da theoretisch die Kugel da oben, müsste dann eigentlich auch... Was ist denn das hier? Okay, interessant. Das ist schon wieder eine Höhle. Die, müssen wir, die gucken wir uns auch noch an. Aber jetzt gerade nicht, weil jetzt haben wir ja gerade was anderes zu tun. So. Also hier lang müssen wir. Ich glaube, wir setzen mal das Boot hier rein. Ich glaube, wir müssen jetzt mal mit dem Boot fahren eine Runde. So. Da passiert was. Okay. Ja, also das ist ja schon mal immer ein etwas. Wie ich gesagt habe, Richtung Süden. Ist dann schon mal richtig. Jawolla. Sieht gut aus. Ach so, und wir müssen da unten. Ich sehe das Kreuz. Okay. Also in etwa so in diese Richtung hier müssten wir, glaube ich. Könnte sein, dass es da am Ufer schon ist. Da bin ich mal gespannt, ob wir ein Herz des Meeres da tatsächlich rausholen. Wow, schön, die Delfine hier. Oh, oh, da kommt ein Zombie. Ne, das ist ein Delfin. Ich dachte gerade ein Zombie. So, also hier, das wird ja dann da diese Insel da, schätze ich mal, sein. Das heißt, ich glaube, wir müssen dann in diese Richtung, ne? Genau, da müssen wir jetzt lang. Vermutlich wird es dann auf der anderen Seite dieser Insel da sein. Ja, sieht ganz danach aus. Wobei, das könnte tatsächlich noch eine Insel dahinter sein. Wenn ich mir das da so angucke. Wir werden die einmal so ein bisschen hier so... Ja, 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 da sehe ich was. Wir sind genau auf Kurs. Das heißt, hier so an dem Zipfel hier. Das ist hier so ein Zipfel. Da wird es sein, Freunde. Da wird es sein. Hier nämlich. Irgendwo hier. Ja, da ist es. Und das ist jetzt natürlich witzig. Das ist jetzt direkt unter uns. Also. Moment, wir werden mal versuchen, genau die Position. So, jetzt sind wir in etwa... Na, das ist ja ein Traum. Ist nicht euer Ernst. What the fuck? Ey, da sterbe ich, bevor ich unten bin, Leute. Ach du Kacke. Oh oh. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist mir ein bisschen weit weg, ehrlich gesagt, vom Ufer. Also, ich hätte da eine Idee, die wir machen könnten. Wir könnten uns hier einfach runtergraben. Also einfach hier so, haben wir mal eine Schaufel bei, ja. Hochstecken können wir uns, ja. Dass ich sagen würde, komm, wir graben uns einfach hier runter. Mal gucken, ob das geht. Das würde sogar gehen. Ohne Wasser, was ist es ziemlich gefährlich, ne, was ich hier mache? Kann das sein? Obweia. Lerne, das sollte man nicht machen. Wo ist denn die Karte? So, in der Richtung müsste das jetzt sein. Nun weiß ich nicht, ob wir schon tief genug sind. Ich glaube, wir müssen ein bisschen tiefer. Weil hier haben wir zumindest Sauerstoff. Ich mach hier mal auf. Gucken wir mal. Sind wir schon unter der Erde? Ich höre Wasser. Da ist auf jeden Fall Sand, okay. Da wird jetzt gleich Wasser reinkommen. Machen wir mal das Wasser hier mal so reinlaufen lassen.
Okay, das ist ein bisschen mehr. Da kommt das Wasser, das läuft jetzt da rein. So, hier haben wir definitiv erstmal unsere Ruhe. Und schauen wir mal, wie tief wir denn hier sind. Ja, tatsächlich, wir haben jetzt hier den Boden erreicht. Und wie weit sind wir entfernt? Wir müssen noch ein Stückchen. Also ein Stückchen weiter müssen wir noch. Deswegen mache ich hier einfach nochmal eben zu. Eigentlich ist die Taktik ganz gut, ne? Für so eine Fälle. Ja, ein bisschen müssen wir noch. So, da ist jetzt der Kies. So, da sind wir zumindest schon mal. Jetzt hätte man ein Schild bei haben müssen. Es kommt drauf an, welche Tiefe man hat. Also anscheinend müssen wir noch tiefer. Das könnte hier sein. Ist noch tiefer. Okay, dann müssen wir halt noch tiefer gehen. Dann graben wir uns jetzt noch tiefer. Pass auf, dann machen wir einfach hier weiter. Dann buddeln wir uns mal, würde ich sagen, hier einfach mal so runter. Da ist schon wieder ein bisschen Kies, okay. Wo Kies ist, kann nichts passieren. Noch ein bisschen tiefer vielleicht. So, gucken wir mal hier, wie es hier aussieht. Ich sehe gar nichts, Leute. Ich mache hier mal eine Fackel hin. So, machen wir mal hier auf. Wie sieht es denn aus mit der Schatzkarte? Okay, wir müssten jetzt gleich am Ziel sein. Also es könnte jetzt hier gleich, müsste das hier kommen. Da bin ich ja mal gespannt, was das für ein Schatz ist, Leute. Da bin ich aber wirklich gespannt. So, da kommt jetzt nämlich schön hier das Wasser da rein. Oder ist das ernsthaft noch tiefer? So, hier müsste es sein. Hier müsste es sein. Hier müsste jetzt irgendwo der Schatz versteckt sein. Irgendwo hier. Noch sehe ich nichts. Ja, ja, ist ja gut. So, vielleicht können wir das sogar ein bisschen hier umgehen, indem ich hier einfach mal so ein bisschen, ja, hier einfach mal so den Bereich hier oben mal kurz so ein bisschen zumache. Ja, also hier so. Genau. Bringt zwar jetzt nicht so viel, aber zumindest weiß man dann erstmal, wo man hin muss. So, mein Gott, das ist aber auch schon wieder hier tricky, war die Sache? Mein Gott, nee. So, es passt mir ja schon wieder gar nicht. Wir sind ja wirklich jetzt hier gleich völlig unten. Scheiße. Wer garantiert mir denn überhaupt, dass es hier so tief ist? Kann doch wohl nicht wahr sein hier. Betrug! Leute, hier ist das. Das muss hier sein. So, wieso kommt da jetzt Wasser rein? Was ist da? Kann ich das hier rausnehmen, das Wasser? Bin ich gerade ein bisschen verwirrt, wieso hier Wasser ist. Weil eigentlich... Ja, das Wasser geht weg. Okay. Gut, also wir sind jetzt direkt unter dem Schatz oder über dem Schatz. Das ist jetzt noch so die Frage. Ich würde mal sagen, genau exakt an dieser Stelle hier. Das heißt, da werden wir jetzt nach unten graben. Das Wasser nehmen wir nochmal kurz weg. Das gestaltet sich ja tatsächlich schwieriger, als ich dachte. Und jetzt bin ich wirklich verwirrt, Freunde. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Weil hier ist nirgendwo ein Schatz. Wie tief soll der bitteschön im Boden sein? Also...
Das ist ja mein Ding. Ja? Jetzt haben wir ein Abenteuer vor uns, Freunde. Jetzt haben wir ein Abenteuer. Ich will mich jetzt auch nicht. Da ist gar nichts. Das ist ja, was ist das denn, Alter? Das ist Betrug. Das ist Betrug. Freunde, das ist Betrug. Was ist denn da unten? Da ist gar nichts. Doch, Eisen. Und hier höre ich Skelette und alles mögliche. Jetzt esse ich erstmal einen Fisch, ey. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße, Leute. Ich habe keine Ahnung, was wir hier gerade machen. Eigentlich wollte ich nur so einen scheiß Schatz holen. Und der ist hier tatsächlich nicht da. Das ist unglaublich. Das Eisen noch. Was machen wir jetzt, Leute? Ich höre hier irgendwie. Könnte eine Höhle sein oder so. Kann ja mal aufmachen hier. Ob da was ist. Hier ist alles möglich, aber kein Schatz, Freunde. Also, ich würde sagen, ab nach oben. Ja? Da unten ist eine. Okay, hier liegen überall die Blöcke rum. Also, das war der Satz mit X. Das war wohl nichts. Schade, ich habe mich richtig gefreut. Wobei mich das wirklich reizen. What? Alter, was machst du in meinem Boot? Ey. Hallo. Ich würde sagen, zurück, ne, Leute? Oder? Ich weiß nicht, also wir können ja die Schatzkarte aufheben und dann gucken wir einfach später nochmal. Vielleicht mit einem Trank der Unterwasseratmung oder so. Das wäre ja dann eine Idee, dass wir einfach dann da unten mal so ein bisschen für 8 Minuten tauchen. Das wäre jetzt so mein Vorschlag, den ich jetzt mal machen würde. Ja, ist ein bisschen komisch die Folge, ne? Erst mit der Höhle, jetzt diese Geschichte. Das ist ein bisschen so, fühle ich mich ein bisschen verkohlt hier gerade von dieser Schatzkarte, die wir da haben. Das ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Naja. Gut, wir rudern jetzt erstmal gemütlich hier nach Hause. Gut, dass wir einen Kompass bei haben. Hatten wir mal einen kleinen Ausflug auf See. Zumindest mal was anderes. Ja, ist okay erstmal. Nehmen wir das erstmal so hin, dass wir da zumindest mal nachgeguckt haben. So, da ist unsere Insel. Ist doch gar nicht so beleuchtet. Ne? Noch fallen wir gar nicht so auf. Das Boot lasse ich, würde ich sagen, gleich mal da am Ufer so stehen. Das werden wir bestimmt noch öfters gebrauchen. Ah, da hinten, jetzt sehen wir da so ein bisschen unsere Fackel, ne, unseren Spawnpunkt. Den können wir jetzt so ein bisschen da erkennen. Eigentlich eine schöne Insel auch. Also, okay, da sind schon die ersten Monster, die wir da sehen. Ah, vielleicht mal hier in eine andere Richtung. Mal mehr so an unser Häuslein ran. Überall die ganzen Burgruinen hier. So, genau. Direkt mal hier zu unseren Schildkrötis. So, hier legen wir mal ab. Sehr schön. Und dann mal schön. Boah, es sind schon viele Monster hier. Oh, oh, ich sehe eine Hexe. Bienen! Leute, da sind Bienen. Die müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Oh, oh, Creeper. Oh, oh. Oh, oh. Nein, 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 nein. Und mal ganz schnell hier hinein. Und mal ganz schnell schlafen. Puh, da haben wir aber Glück gehabt. Und ich höre schon die Hexe. Die ist da draußen. Die will uns ans Leder, hundertprozentig. Und ich glaube, wir müssen uns dem Kampf stellen.
Wir können uns diesem Kampf nicht entziehen, Freunde. Also ganz schnell raus. Gucken, wo sie ist. Aufpassen auf den Creeper. Da höre ich Gelächter. Und sie wirft auch schon mit ihrem Trank des Schadens. Noch haben wir ihn nicht abbekommen. Wir verstecken uns. Da ist sie. Yes! Wir haben sie. Wir sind zwar vergiftet, aber wir überleben das Ganze. Wir haben eine Vergiftung. Wir haben eine Vergiftung drauf. Müssen wir aufpassen. Schnell in Sicherheit gehen. So. Aber wir haben sie gekillt und wir haben Zucker bekommen. Okay. Packen wir Zuckerchen erstmal da oben rein. Hier ist ein bisschen, Feuerstein haben wir bekommen. Ja, ein bisschen was haben wir ja mitgenommen hier. Hier, das können wir gleich mal in den Boden reindrücken. Das ist auch ganz gut. So. Und da ist der Creeper. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Bleib unten. Naja, oder du betätigst dich halt als Baumfäller. Wäre auch eine Idee. Muss ich das nicht tun. Sonst haben wir jetzt ganz viele Löcher hier. Aber auch gut. Naja, müssen wir eh alles begradigen. Deswegen nicht so schlimm. Da ist der nächste Creeper, den haben wir schon entdeckt. Hallo. Nein, ich bin ja so doof. Wow. Und das hat auf jeden Fall auch gut Schaden gemacht. Wir haben nur 2 Herzen. Und mal wieder nichts zu essen. Aber Freunde, ich glaube, jetzt können wir uns das mal erlauben. Naja, noch nicht ganz. Fast. Fast. Also wir haben jetzt wirklich jetzt fast unser erstes eigenes Brot. Ich glaube, wir haben das sogar schon hier. Ja, haben wir. Ach komm, wir ruppeln das jetzt mal komplett hier aus. Unser ersten Acker, komm. Der ist zwar noch nicht komplett, aber... So, wir haben jetzt noch mal ein bisschen was mitgenommen hier. So, und jetzt pflanzen wir auch gleich wieder an hier, Leute. Wir pflanzen jetzt sofort wieder an. Wir haben ja das Schöne ist, wir haben jetzt wieder mehr bekommen. Ich merke gerade, dass wir überziehen, aber es macht nichts, weil das ist jetzt wichtig. Wenn wir gerade Aktion haben, wie jetzt hier mit den Creepern oder hier mit unserem ersten Acker, da können wir gerne mal ein bisschen überziehen. Machen wir da 25 Minuten drauf, raus. Absolut kein Problem. So. So, noch 5 Stück haben wir. Und guck mal, da war fast das erste Feld komplett voll, ne? Beim nächsten Mal bleibt sogar noch was über. Guck mal, bleibt jetzt sogar schon. Wir haben es voll. Kriegen wir auf jeden Fall voll den Acker hier. Schaut es euch an. Jetzt haben wir keine Probleme mehr mit dem Essen. Haben wir komplett schönes Feld. Können wir schön mampfen. So, und das ist auch das Erste, was wir jetzt tun. Das packen wir da oben rein. Das kommt später alles dann in den Kompost da rein. Und jetzt, Freunde, der Moment. Unser erstes Brot. Bam. Bam. Wunderbar. Achtung. Backebrot, lecker. So, und das sättigt auf jeden Fall auch ein bisschen. Wunderbar. Da haben wir sogar noch 6 über. Finde ich richtig gut. Den Rest, den ballern wir da rein. Da hätten wir sogar noch 2 Brote. Perfekt. So, dann würde ich sagen, wow, gehen wir uns mal die Bienen angucken. Wir hatten doch gerade Bienen entdeckt gehabt. Die waren hier irgendwo. Die haben wir noch gar nicht gesehen in Minecraft, Mensch. Die Bienen, was haben wir denn da für ein Glück? Wo war denn das? War das hier irgendwo? Irgendwo war doch hier Bienen. Wir sind doch hier geflüchtet vor den Monstern. Und dann hatten wir hier irgendwo Bienen gesehen. War das da? An so einer Birke dran. Schaut mal, Leute. Bienen. Was kann man da jetzt machen? Ist da Honig drin oder was? Rechtsklick oder was? Ich habe keine Ahnung. Aber da sind ja gar keine Bienen. Warum sind da keine Bienen? Müssen ja nicht Blumen sein. Bienen, die bestäuben doch immer Blumen, oder? Vielleicht ist das Ding ja auch doch gar kein Honig drin. Pass mal auf. Wir machen mal hier eine Fackel ran. Hier eine Fackel. So. Und jetzt holen wir uns mal ganz schnell ein paar Blumen und dann ist die Folge tatsächlich auch schon zu Ende. Aber den Spaß, den gönnen wir uns jetzt noch. Ich hole mir mal kurz hier so ein paar Blumen raus. Hier, da hat man nämlich ein bisschen was mitgenommen. Aber blau, dann machen wir ein bisschen gelb, dann machen wir ein bisschen rot. So, 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 zack, wunderbar. So, das sollte eigentlich reichen an Blumen. Und dann ballern wir den mal hin und dann sind wir mal gespannt, ob in der nächsten Folge tatsächlich hier mal hier kommt. Wir machen mal überall hier mal so ein bisschen Blumen hin. So, dann machen wir mal ein paar blaue dazwischen. Dann gibt es auch noch ein bisschen was Rotes. Hier so vielleicht. So. Und dann bin ich mal gespannt, ob in der nächsten Folge hier so ein paar Imsen, ja, das ist der Fachausdruck Imse, die Imsen, hier tatsächlich in dieses schöne
Wabennest reinsummen tun. Ich bin gespannt, wir werden das Ganze mal hier so im Auge behalten. Jetzt auf jeden Fall nicht, weil diese Folge ist definitiv zu Ende. Die haben wir schön überzogen mit 25 Minuten. Freut euch an dieser Stelle und ich sag wie immer, schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss!